Prinz Hussein fragte den Mann, warum der Teppich, den er zu verkaufen suchte, so teuer sei. Kommt nicht zusammen! Wie ist das Zauberwort, durch das der Teppich fliegen kann? Tangu! Genau, Tangu! Nein, Prinz. Wer sich auf diesen Teppich setzt, wird darauf augenblicklich durch die Lüfte schweben. Also, Jungs, verschwinden wir hier! Alle zusammen! Tangu! Es war meine Aufgabe, aus meinen Jungs Männer zu machen. Und ich habe versagt. Du kannst Wasser finden, aber nicht deine eigenen Kinder. 3 Söhne, alle tot. Das war eine schwere Prüfung für Eliza. Ich finde sie, Liebling. Ich finde sie und bring sie dir zurück. Ihr Reiseführer ist veraltet. Ich bin nicht als Tourist hier. Ich will nach Gallipoli. Da gibt es nur noch Geister. Bestimmt wissen Sie, dass das hier Sperrgebiet ist. Hier ist es nicht sicher. Tut mir leid, Sie müssen wieder gehen. Vielleicht können wir ihm helfen. Sie wissen, wie aussichtslos seine Suche ist. Er ist der einzige Vater, der gekommen ist. Wer ist der Türke? Hassan, der Attentäter, hat mein halbes Bataillon umgebracht. Wir haben ihre Söhne gefunden. Edward und Henry. Woher um alles in der Welt wussten Sie, dass sie dort sind? Arthur. Pass auf deine Brüder auf und seid auf der Hut. Wenn das Ihr Sohn ist, wurde er gefangen genommen. Er ist nicht hier gestorben. Das heißt, er lebt. Ich weiß es nicht. Aber Sie haben Hoffnung. Hoffnung ist unverzichtbar, da wo ich herkomme. Die Lager existieren nicht mehr. Gehen Sie nach Haus, Mr. Connor. Keiner will mir sagen, in welchem Straflager Arthur war. Ich reite mit Ihnen. Ich habe ihrer Mutter versprochen, dass ich sie finde und heimbringe. Ich bemesse einen Mann danach, wie sehr er seine Kinder liebt. Nicht danach, was die Welt ihm angetan hat. Wenn Sie Ihren Sohn finden, was werden Sie ihm sagen?